Gestern war einer der bemerkenswertesten Handelstage, die ich in den letzten Jahren an der Wall Street gesehen habe. Warum? Weil wir eigentlich voll in der KI-Euphorie waren mit den Nvidia-Zahlen. Hurra, KI, Nvidia, Nvidia, Nvidia. Besser geht doch nicht. Die Märkte stiegen, als gäbe es kein Morgen, vor allem der Nasdaq deutlich im Plus. Und dann sind wir dennoch im Minus geschlossen. Selbst der Nasdaq ist noch ins Minus gedreht. Und die Frage ist, wenn Nvidia dann immerhin noch 10% gestiegen ist zum Ende des Handelstages, wie kann es dann sein, dass wenn ein solches Schwergewicht, das die drittschwerste Aktie an Marktkapitalisierung ist, die es in den USA gibt, dass dann der Index sogar noch ins Negative dreht? Was ist da passiert? Und die Antwort ist, es sind die Zinsen. Stupid. Es geht um die Zinsen und die Märkte haben gestern scheinbar etwas kapiert, was sie lange so ein bisschen vor sich geschoben haben. Schauen wir uns die Dinge mal an. Hier sehen wir diese Nvidia-Euphorie und ich hatte gestern getitelt in meiner jugendlichen Unschuld und Naivität, keine Senkung der Zinsen oder Nvidia-Euphorie, was setzt sich durch? Und ich glaube, wir haben gestern die Antwort bekommen, was sich durchsetzt, nämlich die Enttäuschung darüber, dass es mit den Zinsen wohl erstmal nichts wird. Warum das nichts wird oder sehr wahrscheinlich nichts wird oder warum es wahrscheinlicher geworden ist aus Sicht der Märkte, dass die Zinsen nicht sinken, absehbar. Dazu gleich mehr. Wir bleiben mal zunächst bei den Märkten. Hier sehen wir schon diese Headline von Bloomberg. Stocks and currencies declined after a sell-off on Wall Street following activity data that signaled the Fed may keep rates on hold for most of the year. Also die Fed hat nach diesen Aktivitätsdaten, gemeint waren die Einkaufsmanager-Indizes, dürfte wohl für den größten Teil des Jahres die Zinsen weiter auf diesem hohen Niveau halten. Und wir sehen ein ziemlich weit verbreitetes rotes Meer in der Heatmap hier des S&P 500. Nur Nvidia, General Electric und so weiter, das Eli Lilly, ansonsten war so ziemlich alles negativ, was da keuchte und fleuchte. Der Dow Jones gestern mit dem schwächsten Handelstag des Jahres 2024, 600 Punkte gefallen, wie CNBC berichtet. Wir sehen übrigens, Nvidia ist jetzt an der oberen Kante dieses Trendkanals. Mal gucken, wie es da weitergeht. Aber es war nicht nur der schwächste Handelstag gestern des Jahres 2024 beim Dow Jones, sondern der schwächste seit März, seit dem 22. März 2023. Und wir haben beim Dow Jones das erste Mal jetzt im Jahr 2024 gesehen, dass komplett alle Aktien dieses Index negativ waren, angeführt von Boeing, die glaube ich 7% gefallen sind, nachdem man wieder mal entdeckt hat, dass die ein kleines Problemchen mit den Maschinen haben. Hier unten sehen wir mal Nvidia, Bums nach oben, der S&P Bums nach unten. Wie passt das zusammen? Normalerweise passt das nicht zusammen. Normalerweise steigen die Märkte, wenn Nvidia steigt, aber wir sehen hier der Nasdaq 100. Und trotz dieser deutlichen Zugewinne bei Nvidia mit einer Range von 400 Punkten, das ist schon ziemlich saftig, der S&P 500 fast 100 Punkte Range zwischen Tageshoch und Tagestief. Das ist vor allem angesichts der Tatsache, dass wir zuletzt ja so ruhige, volumenarme Märkte gehabt hatten, die Ruhe vor dem Sturm, Fragezeichen, eben doch bemerkenswert. Wir sehen der VIX jetzt immerhin wieder bei 12,77. Dow Jones, der schwächste Index neben den Small Caps. Der Nasdaq hielt sich aufgrund von Nvidia eben noch besser. Und hier sehen wir mal diese Top 6 US-Unternehmen. Da wird einmal Tesla gar nicht mehr dazu gezählt, meine Damen und Herren. Das ist ein herber Schlag für die Religionsgemeinschaft Tesla. Aber natürlich ist Tesla kein Autokonzern, gell? Das hat der Fuckmann immer noch nicht begriffen. Manche haben das nicht begriffen, gell? Dass Tesla ja eigentlich, wie soll man sagen, vielleicht ein Mars-Explorationsunternehmen ist, gell? Es kann ja auch sein, gell? Deswegen ist der Autokonzern völlig falsche Bezeichnung für den Tesla und den Elon, gell? Also ich weiß es nicht. Aber schauen wir uns mal die anderen sechs an, meine Damen und Herren. Da sehen wir 14 Billionen Dollar an Marktkapitalisierung. Es gibt nur zwei Länder auf der Welt, die mehr an BIP auf die Waage bringen. Das ist United States und China. Nvidia gestern so und bei 2,5 Milliarden Dollar hinzugelegt. Das haben wir so bei 2,5 Billionen an Marktkapitalisierung. Das liegt dann etwa so knapp hinter Frankreich, was das BIP betrifft. Und wir sehen, dass 2,5, 2,6 Billionen an Marktkapitalisierung. Damit ist Nvidia
890 Milliarden Dollar höher bewertet als alle Unternehmen im S&P 500 aus dem Energiesektor. Also eine Exxon und wie sie alle heißen, Chevron, ConocoPhillips, Schlumberger und so weiter und so fort. Und jetzt gucken wir uns mal an, was die denn an Net Income haben, also was die sozusagen nach Steuern verdienen. 128 Milliarden Dollar, Nvidia dagegen 43 Milliarden, also etwa das Dreifache, aber die Bewertung ist deutlich niedriger, weil KI und so, da ist ja die Zukunft. Und das angesichts der Tatsache, dass, wie ich schon mehrfach zeigte, eben eine ChatGPT-Anfrage deutlich energieintensiver ist als eben eine normale Google-Anfrage. Nvidia ist übrigens auch jetzt größer als der gesamte europäische deutsche Aktienmarkt. Und hier wird man Siemens, VW und Co. vielleicht mal fragen, wie es denn ausschaut mit Gewerkschaften und wie man sozusagen die Arbeitszeit reduzieren können. Gell? Machen wir mal 22-Stunden-Woche, gell? Weil wir leben ja gern aus der Substanz. Wir wollen den Wohlstand ja schon behalten, gell? Aber arbeiten wollen wir halt nicht so recht dafür. Ne? Das ist die Zauberformel, die müssen wir halt noch finden. Und wahrscheinlich ist es die KI, die das Ganze dann ermöglicht. Gell? Wir arbeiten nichts mehr, aber der Wohlstand bleibt da, gell? Deswegen ist ja KI so wichtig. Ne? Es ist sozusagen die Botschaft an die Faulen. Wir können so weitermachen und es wird immer geiler, die ganze Geschichte, meine Damen und Herren. Jetzt schauen wir uns mal an, wo das eigentliche Problem gestern war. Das war eben der Einkaufsmanager-Index, gestern 15:45 veröffentlicht. Schon ein Datum, das stark beachtet wird, aber gestern eben besonders, weil eben die Preise gestiegen sind und vor allem jetzt im Gewerbesektor die Preise deutlich steigen. Zufall? Eher nicht. Seine Folge der Lohnanstiege, aber vor allem auch, wie wir gleich sehen werden, der Rohstoffanstiege. Dienstleistung sehr stark, teilweise bester, also insgesamt der beste Wert im Gesamtindex seit 2 Jahren. Jetzt schauen wir uns hier mal den SPY an, respektive das ETF auf den S&P 500, also das maßgebliche ETF. Hier sehen wir ein Volumen von 57 Millionen Kontrakten. Das ist immer noch vergleichsweise bescheiden, aber eben doch mehr als in den letzten Tagen, wo wir teilweise kaum Bewegung gesehen haben an den Märkten. Also auch die Handelsspannen sehr gering waren, wo wir gesehen haben, dass das Volumen extrem dünn war. Jetzt immer noch vergleichsweise geringes Volumen. Also man kann jetzt nicht davon sprechen, dass da gestern Panik war, sonst wäre das Volumen deutlich größer. Aber eins, meine Damen und Herren, ist interessant. Wir hatten gestern 19 Uhr eine sogenannte TIPS-Auktion. TIPS sind inflationsgeschützte Anleihen in den USA. Die wurden gestern verauktioniert und wir sehen hier eine höhere Rendite mit 2,184% als bei der letzten Auktion mit 1,93%. Das bedeutet, dass die Märkte eine höhere Inflation erwarten und genau das ist das Problem. Die Märkte verabschieden sich langsam von der Vorstellung, dass diese Inflation ja deutlich runterkommt, weswegen die Fed die Zinsen senken kann, weswegen die Aktienbewertungen in diesem Goldilocks-Szenario eben auch gerechtfertigt sind. Und das ist ein bisschen zu kurz gesprungen, denn die Inflation, die scheint ein bisschen stickier zu sein, ein bisschen dauerhafter zu sein, als sich die Märkte das vorstellen. Der S&P 500 gestern mit einer Bearish Engulfing Candle, also da sind im Grunde die Zugewinne, diese leichten Zugewinne der letzten 6 Tage sind vernichtet worden und ein bisschen mehr. Jetzt haben wir ein langes Wochenende, am Montag ist Memorial Day, die US-Märkte geschlossen. Und das Ganze, nachdem wir ein neues High gemacht haben, ein neues Allzeithoch, und schließen jetzt also auf dem tiefsten Stand seit 5 Tagen. War es das jetzt erstmal, wie wir hier im Wochenchart sehen? Schwer zu sagen, ein bisschen Luft wäre noch, wenn man an diesen Trendkanal hier links glaubt, in diesem Chart. Interessant allerdings, dass der Dollar jetzt erstmal aus dieser Wedge nach oben ausgebrochen ist. Dollar und Renditen werden entscheidend und das deutet sich an oder hat sich angedeutet, dass da was kommt beim US-Dollar. Und hier sehen wir mal die Zinserwartungen nach diesen sehr heißen Einkaufsmanager-Index-Daten.
Und da sehen wir die Wahrscheinlichkeit jetzt von den Fed Fund Futures, dass im September die Zinsen sinken, ist jetzt geringer, als dass sie so bleiben, wie sie sind. Man erwartet dann am 7.11., das ist also kurz nach der Wahl der Fed-Sitzung, dann die Zinssenkung. Aber so sicher ist man sich nicht. Und der Grund dafür ist, dass wir ja eine extreme Auflockerung der Financial Conditions gesehen haben in letzter Zeit. Und die Inflation folgt diesen Financial Conditions und die Inflation folgt den Rohstoffpreisen. Wir haben ja jetzt gesehen, wie stark diese Rohstoffpreise, vor allem Metalle, zuletzt gestiegen waren, auch wenn das jetzt in den letzten zwei Tagen anders war, dazu gleich mehr, aber hier sehen wir mal, wir haben normalerweise bei dem globalen medianen CPI-Daten einen Rückstand von um und bei einem halben Jahr, 6 Monate jetzt im Vergleich zu den Rohstoffpreisen. Die Rohstoffpreise sind deutlich angezogen. Das heißt, wir können erwarten, dass da etwas kommt, auch wenn Kupfer jetzt zum Beispiel die schlechtesten 2 Handelstage seit fast 2 Jahren erlebt hat. Auch Gold, Silber, all diese Dinge. Platin, wie sie alle heißen, sind jetzt nach dieser massiven Rallye unter Druck gekommen. Und wenn wir von Druck sprechen, dann sprechen wir über die Aktienmärkte auch. Hier sehen wir mal der Nasdaq, gestern ja ein neues Allzeithoch gemacht, während hier die neuen Hochs zu neuen Tiefs der Aktien im Nasdaq sogar jetzt negativ geworden sind. Das bedeutet, mehr Aktien haben ein neues 52-Wochen-Tief erreicht, als Aktien, die ein 52-Wochen-Hoch erreicht haben. Das heißt, eine extrem schlechte Marktbreite, ein extrem schlechter Breath, wie die Amerikaner sagen. Hier rechts sehen wir mal, als die Märkte öffneten, hatte Nvidia einen Zugewinn der Marktkapitalisierung von 175 Milliarden Dollar. Das ist knapp das Doppelte dessen, was die Durchschnittsaktie, das Durchschnittsunternehmen im S&P 500, und das ist ja sozusagen ein Index, wo nur wirklich sehr große Firmen drin sind, auf die Waage bringt. Der Medianwert, der liegt bei 35 Milliarden Dollar, also Nvidia alleine sehr krass, aber es hat nicht gereicht. Die meisten Aktien sind unter Druck und selbst der Semiconductor-Index, der ja normalerweise profitieren müsste, wenn Nvidia mit diesen Zahlen kommt, die ja so toll waren, und dann auf der anderen Seite eben natürlich die ganzen Chip-Werte mitgerissen werden. Jetzt sehen wir diese seltsame Spitze nach oben und den Semiconductor-Halbleiterindex also noch im Negativen. Interessant ist auch, dass die Dealer jetzt bis gestern maximal fast long waren im Gamma. Das heißt, die mussten sich absichern, verkaufen ja diese Optionen, meistens Calls, weil die Leute auf steigende Kurse wetten. Also müssen sie das entsprechende Underlying kaufen, um sich abzusichern, weil sie ja faktisch gegen den Kunden wetten. Wenn es jetzt deutlich nach unten geht, dann müssen diese Dealer, diese Verkäufer der Optionen ihre Positionierung drehen, müssen sozusagen ihre Underlying-Absicherungen, ihre Underlying-Hedges müssen sie auflösen. Mal sehen, was da passiert. Aber eins ist schon klar. Wir haben jetzt eigentlich ein Muster, mit dem jede Korrektur in den letzten Jahren begonnen hat. Wir haben eine sehr hohe Spanne zwischen Tageshöchst- und Tagestiefskurs und vor allem die Range Close over Close, jetzt das 2- bis 3-fache des Durchschnittswertes, den wir sonst erreichen. Also die Basis wäre gelegt für die Korrektur. Mal sehen, wie es weitergeht. Prognosen sind schwierig, meine Damen und Herren. Und ja, Sie wissen es insbesondere, wenn Sie die Zukunft betreffen. Hier jetzt die Genehmigung für Ethereum-ETFs. Hier sehen wir, dass deswegen ja schon in letzter Zeit in Erwartung dieser Genehmigung Ethereum deutlich besser performte als Bitcoin. Und hier nochmal Geopolitik. Ich glaube, was wir gestern gesehen haben mit dieser massiven Militärübung, ist, dass die Chinesen, die Entscheidung ist gefallen, dass man Taiwan erobern will. Die Frage ist nur, wann kommt das? Jetzt gibt es Gerüchte, gibt es Insiderberichte, dass das Anfang Juni passieren soll. Schwer zu sagen. Ich will übrigens auch nochmal, da haben manche geschrieben, ja, Fugmann würde sich ja freuen, wenn das passiert. Also wenn China Taiwan erobert und so oder erobern will, weil dann irgendwelche Short-Positionen von mir gut liefen. Leute, wenn das passiert, dann haben wir andere Themen, als uns über die Finanzmärkte zu unterhalten, ob heute die Aktienmärkte steigen oder fallen. Dann haben wir substanzielle Themen, dann haben wir eine extreme Wirtschaftskrise, die da kommt.
kommen wird. Die Chinesen werden es wahrscheinlich trotzdem machen, weil es nicht anders geht aus dem Selbstverständnis. Man muss sozusagen diesen Stachel im Fleisch, diese unvollendete kommunistische Revolution durch die Vereinnahmung von Taiwan letztendlich ans Ziel führen. Wir haben übrigens gesehen, jetzt neue Daten zeigen, dass wir massive Geldabhebungen haben. Im letzten Monat der Chinesen, viele haben vielleicht dann auch Gold gekauft, man misstraut also dem Yuan, man misstraut offenkundig der Wirtschaftsentwicklung in China. Xi Jinping sagt jetzt also Housing, vor allem der Immobilienmarkt, das ist zentral. Den will man irgendwie in den Griff kriegen, Jobreformen und Jobreformen, das sollen die Prioritäten auf dem dritten Plenum sein. Abschließend, meine Damen und Herren, Empfehlungen, und diesen Artikel will ich Ihnen besonders ans Herz legen, denn in diesem Handelskrieg, der sich ja still und leise immer weiter ausweitet, wird in diesem Artikel gezeigt, was jetzt derzeit wirklich läuft, wie sich also die Handelsströme, die Handelswege verändern. Das ist sehr zentral, wenn Sie diese Welt verstehen wollen, aus meiner Sicht. Erste Empfehlung als Artikel, gerne auch weiterempfehlen als Artikel. Dann, zweite Empfehlung, was passiert jetzt mit Daxi and Daxi? Was wird also der DAX machen? Der ja schon diese Strecke, die zuletzt der S&P 500 und der Nasdaq gemacht haben, nicht mehr so mitgemacht hat, nachdem er vorher ja so ultra optimistisch gewesen war. Zweite Empfehlung und die dritte und letzte Empfehlung, meine Damen und Herren, hier nochmal zu den Kryptos. Die SEC öffnet die Tür für diese Spot-ETFs. Für Ethereum also oder für Krypto-ETFs, Spot-Ether-ETFs, wie auch immer, Ethereum, jetzt ist der nächste Hype Solana, gell? Solana kriegt auch ETFs, ja, oh, fantastisch, ne? Na, kannst du, das ist, wenn du praktisch einen Schrott hast, ne, dann kannst du ihn halt verpacken, wie du willst, aber es bleibt halt im Inneren ein Schrott. Nicht wahr, meine Damen und Herren? Also diese drei Empfehlungen, ich sag Servus, ciao.